Von der Firma Mintion habe ich eine Beagle genannte Kamera zur Überwachung von 3D-Druckern erhalten. Die Packung beinhaltet, neben der Kamera, zwei USB-Kabel, ein Netzteil, das eine Ausgangsspannung von 5 Volt bei bis zu 1 Ampere liefert, eine MicroSD-Karte und eine Nadel zur Betätigung des Reset-Schalters. Eine Kurzanleitung in gedruckter Form liegt ebenfalls bei. Bilder in hoher Auflösung vom Packungsinhalt, der Kamera und von deren Innenleben gibt's auf der Webseite von How Open Is This Gadget. Ist die Kamera konfiguriert und wird das Netzteil eingesteckt, so verbindet sich der Wachhund automatisch mit dem gespeicherten WLAN, was per Sprachausgabe verkündet wird. Successfully connected to the Wi-Fi. Nun kann ein in demselben Netzwerk befindliches Gerät, wie zum Beispiel ein Laptop, mit der Kamera verbunden werden. Wird in einem Browser die IP-Adresse der Kamera eingegeben, so kann anschließend auf das Interface zugegriffen werden. Für Smartphones gibt's eine entsprechende App, wenn's ohne geht, ist's aber umso besser. Im Hauptfenster ist das Live-Bild der Kamera zu sehen, der Beagle fungiert im einfachsten Fall zur Fernüberwachung von allem, was die Linse abdeckt. Der Kamerafokus kann nach Öffnen des Gehäuses justiert werden. Je weiter die Linse mit dem Schraubgewinde herausgedreht wird, umso näher wandert der Schärfepunkt an die Kamera heran. Sinkt das Umgebungslicht immer weiter, so schaltet die Kamera ab einem Schwellwert auf Nachtsicht. Das übertragene Bild wird schwarz-weiß, zeigt aber unter schlechten Lichtverhältnissen immer noch einen guten Kontrast. Der Haupteinsatzzweck der Beagle-Kamera ist die Überwachung und auch Steuerung eines 3D-Druckers aus der Ferne. Dazu werden Kamera und Drucker per USB-Kabel miteinander verbunden. Voraussetzung ist, dass auf dem Drucker die Firmware Marlin läuft, hier zu sehen mit einem Atelier Genius Pro. Ist eine Verbindung hergestellt, so kann eine G-Code-Datei für einen Druckauftrag vom Laptop zur Kamera und von dieser zum Drucker übertragen werden. In dem Interface kann das Aufheizen von Druckbett und Hotend beobachtet werden. Ist das erledigt, so startet der Druckauftrag. In dem Videofenster kann der Drucker dabei aus der Ferne beobachtet werden, es muss lediglich der Zugriff auf das Netzwerk, in dem sich die Beagle-Kamera befindet, möglich sein. Das kann per VPN von jedem Punkt auf dem Planeten mit Internetzugang geschehen. Selbst Tuning ist per Fernsteuerung möglich. So können die Temperatur von Druckbett oder Hotend nachgeregelt oder die Leistung des Bauteillüfters gesteuert werden. Die mir doch egal wo meine Daten landen Fraktion kann das natürlich auch mit der Closed Source App machen. Läuft etwas schief, so kann der Druck pausiert oder ganz abgebrochen werden. Der Laptop oder das Smartphone müssen nicht mit der Kamera verbunden bleiben. Lediglich die Beagle-Kamera muss ständig in Betrieb sein und auch die Verbindung per USB-Kabel zum Drucker darf, während der Auftrag läuft, nicht getrennt werden.
Interessant für Spielkinder ist die integrierte Funktion zur Aufnahme von Zeitraffer-Videos. Ist diese aktiviert, so nimmt die Kamera nach jeder gedruckten Lage ein Foto auf. Dabei werden der Druckkopf und auch die Y-Achse zu den Endpunkten gefahren, um den Blick auf den Druck freizugeben. Die entsprechenden Befehle fügt die Beagle-Kamera automatisch in die G-Code-Datei ein. Das funktioniert allerdings nicht mit allen Slicing-Programmen. Mein Favorit, Slicer, war zum Zeitpunkt der Videoaufnahme nicht in der Liste. Ich musste mit einem Alternativprogramm arbeiten. In diesem Modus läuft ein Druck etwas langsamer ab und auch in Sachen Druckqualität kann es durch die kurzen Unterbrechungen leichter Abzüge geben. Wie gesagt, diese Funktion ist für die Videokünstler und Spielkinder unter euch programmiert worden, nicht für bessere Druckergebnisse. Mitunter kann ein Zeitraffer-Video aber hilfreich sein, Fehler beim Druckvorgang einzugrenzen. Hier die Videosequenzen, die ich beim Druck von Bauteilen für ein Gleitkeilgetriebe aufgenommen habe. Fotos in hoher Auflösung von der Kamera, vom Innenleben des Beagle und weitere Infos gibt's auf der Webseite von How Open Is This Gadget. Dort findet ihr auch Bemerkungen zur Offenheit des Gerätes und der zum Betrieb benötigten Software. In diesem Sinne, danke fürs Angucken und bis bald!